Wirbelsturm Irma sorgt in der Karibik weiter für Schäden und Überschwemmungen. Am Freitag erreichte der Sturm die Bahamas und Kuba. In der dortigen Region Camagüey wurden Windgeschwindigkeiten von 260 Kilometern in der Stunde gemessen. Staatsmedien berichteten von bis zu 6 Meter hohen Wellen, die auf Dämme krachten. Es wurden Sturmfluten von bis zu 3 Meter Höhe erwartet. Überschwemmungen gab es in den Städten der östlichen Provinzen Guantanamo und Holguín. Das Ausmaß der Zerstörung war zunächst jedoch unklar. Schulen und die meisten Geschäfte waren geschlossen. Hunderttausende Bewohner der besonders gefährdeten Regionen waren von den Behörden evakuiert worden. Der öffentliche Verkehr lag weitgehend lahm. Es wurde damit gerechnet, dass die Hauptstadt Havanna, die im Westen der Insel liegt, weitgehend von Irma verschont bleibt. In Florida wurde ein Viertel der Bevölkerung dazu aufgefordert, sich vor dem Wirbelsturm in Sicherheit zu bringen. Es wird damit gerechnet, dass der Jahrhundertsturm am Sonntagmorgen auf die US-Küste trifft. Gouverneur Rick Scott sagte, wer sich in einer Evakuierungszone befände, müsse jetzt gehen. Irma sei ein katastrophaler Sturm, wie ihn Florida noch nie erlebt habe. Wir wollen nicht, dass sich noch jemand draußen rumtreibt, wenn der Sturm eintrifft. Also, wenn Sie um Mitternacht noch nicht unterwegs sind, machen Sie sich auch nicht mehr auf den Weg, sondern suchen Sie einen Schutzraum in Ihrer Nachbarschaft auf. Angesichts verstopfter Highways und Benzinmangels war es für viele nicht leicht, die Region zu verlassen. Rund 5,6 Millionen Menschen leben laut dem staatlichen Notfallmanagement in Florida in entsprechenden Evakuierungszonen.